Herr Bretscher, welche Anforderungen haben Organisationen im Bereich Life Sciences und Gesundheitsversorgung im Kontext der Speicherung und Verfügbarmachung ihrer Daten? Das Wichtige ist, die Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen zu sammeln, am besten an einem zentralen Ort, damit diese dann auch weiter verarbeitet und geteilt werden können unter unterschiedlichen Benutzern. Dieses Teilen, das kann von den Hospitälern, zum Beispiel von den Spitälern, bis in die Pharmaindustrie reingehen. Das sind so die Zukunftskonzepte. Und wie sehen exemplarische Lösungen für diese Aufgaben aus? Exemplarische Lösung, wir nennen das das sogenannte Data Fabric. Das ist eine Lösungsansatz mit verschiedenen Komponenten, die einerseits Skalierbarkeit zur Verfügung stellen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir eine große Flut von Daten haben. Auf der anderen Seite auch verschiedene Funktionalitäten, zum Beispiel, dass man eine hybride Cloud-Umgebung aufbauen kann, dass man die Daten schützen kann gegen Zerstörung und unerlaubten Zugriff und dann natürlich auch die Daten klassifizieren kann, weil es ist wichtig, dass man mit den Informationen, die in der Form von Daten hinterlegt sind, arbeitet und daraus Kapital ziehen kann. Das heißt also, die ganze Gesundheitswesen zu effizienter zu gestalten, schneller zu heilen und schneller auch Medikamente zu entwickeln zum Beispiel. Bitte beschreiben Sie exemplarische Lösungen, Umsetzungen für diese Ansätze. Wir haben Kunden, die haben mehrere Petabyte. Petabyte sind 1000 Terabyte, sind wieder 1000 Gigabyte, also sehr große Datenmengen. Ein multinationales Unternehmen und mit verschiedenen Disziplinen, also pharmazeutische Entwicklung, Genomics und Diagnostics. Und diese Daten sind alle zusammen in diesem Data Fabric abgebildet und da können dann Forscher aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Gebieten gemeinsam zugreifen und eben dann wissen, mit was sie arbeiten, weil die Daten klassifiziert und mit Metadaten angereichert sind. Ist dieser Ansatz auch plausibel für kleinere und mittelgroße Organisationen? Ja, durchaus. Man kann hier so ein Kern- und Edge-Konzept eigentlich haben, dass gewisse Untermengen von Daten lokal bearbeitet und bearbeitet werden, diese dann aber trotzdem wieder in einer größeren, sagen wir, Data Fabric dann wieder konsolidiert werden. Das ist durchaus möglich.